Hello Friends und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Es gibt heute mal wieder so ein kleines Live-Update und Laber-Video. Ich habe mich nämlich auf Instagram ganz viele Fragen stellen lassen und ich dachte, auf die gehe ich heute mal ein bisschen ein. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt ins Video und let's go. Es werden mir auch häufig so Basic-Fragen gestellt. Wahrscheinlich sind das dann die Leute, die so ein bisschen neu dabei sind. Und deswegen dachte ich, ich beantworte mal am Anfang so ein paar Basic-Fragen über mich, so falls man gerade neu dabei ist. Und ja, also, ich bin Fabienne, ich bin 22 Jahre alt, ich wohne jetzt seit über einem Jahr in Berlin, habe davor in Koblenz gewohnt, also ich komme ursprünglich aus Koblenz, bin auch geboren. Ja, meine ganze Familie lebt auch noch in Koblenz, sonst kann ich noch sagen, dass ich super groß bin. Also was heißt super groß? Ich bin 1,80 Meter, also eine etwas größere Frau. Ich weiß jetzt nicht, was ihr mit der Information anfangen könnt, aber ihr habt sie jetzt. Ja, und jetzt würde ich aber sagen, wir starten direkt rein mit euren Fragen. Ich habe das hier ganz oldschool-mäßig auf meinem Blog aufgeschrieben. Und die erste Frage ist, bist du zurzeit glücklich? Ich würde sagen, ich bin zurzeit schon sehr glücklich. Klar, ich habe auch Tage, die sind manchmal einfach, nee, und sind irgendwie stressig oder da läuft einfach nicht so, wie ich mir das wünsche. Aber abgesehen von diesen Tagen würde ich sagen, dass ich sehr glücklich bin aktuell und mich auch sehr wohl fühle. In meiner Umgebung und ja, das Einzige ist halt, ich vermisse so ein bisschen meine Familie, ich vermisse die Hunde, also die gehören ja auch zur Familie, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und vermisse da so ein bisschen näher dran zu sein, weil ich so das Gefühl habe, ich verpasse so ein paar Momente, was irgendwie doof ist und ich wünsche mir einfach, dass meine Familie näher so bei mir wohnen würde. Also klar, abgesehen von meiner Schwester, das ist ein riesen Pluspunkt, dass ich wenigstens meine Schwester hier habe, aber ja, Mama und Hunde und Omi und Michael ist halt nochmal was anderes. Also es sind halt so viele Menschen und so viele Lebewesen, die kann man halt nicht ersetzen. Aber sonst geht's mir gut und stehen jetzt ganz tolle und coole Reisen bevor und ich freue mich unfassbar darauf, und euch da auch mitnehmen zu können. Und ich habe coole Ideen für die Zukunft und ja, bin da sehr geheilt. Heute ist auch so der erste Tag, wo ich das Gefühl habe, dass so der Frühling da ist. Es wird so ein bisschen wärmer und ach, es war irgendwie heute richtig toll. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und zwar hat jemand die Frage gestellt, was ich von Dating-Apps halte. Und ja, das geht tatsächlich auch einher mit der Frage, wie ich meinen Freund kennengelernt habe. Und zwar habe ich meinen Freund, wenn man es ganz genau nimmt, über eine Dating-App kennengelernt. Ja. Ich muss sagen, ich kann deswegen nicht sagen, dass ich Dating-Apps total blöd finde, aber ich hatte auch nicht so gute Erfahrungen mit Dating-Apps. Also was heißt nicht so gute Erfahrungen? Die üblichen Erfahrungen, wenn man halt verschiedene Menschen kennenlernt und offensichtlich es nicht direkt harmoniert. Ich habe auch schon ein Video darüber gedreht, wie ich mir meine Dating-Erfahrungen berichte, und da sind eigentlich fast alle über Dating-Apps entstanden, weil heutzutage ist es schwierig, in Kontakt mit Leuten zu kommen, wenn man jetzt nicht gerade am Studieren ist oder irgendwelche sozialen Aktivitäten in seinem Leben hat, wie zum Beispiel, dass man sportliche Aktivitäten hat oder Kurse oder sonst irgendwas. Ja, deswegen waren meine meisten Dates über Dating-Apps. Und ja, ich muss sagen, ich habe sie alle durchprobiert. Also ich hatte Tinder, ich hatte Bumble, ich hatte Hinge und ich hatte Raya. Raya ist so eine Dating-App, wo so Personen des öffentlichen Lebens drauf sind. Ja, kann ich jetzt nichts Positives drüber sagen, sage ich euch ehrlich. Auf jeden Fall muss ich sagen, fand ich die beste Dating-App auf jeden Fall Hinge. Und über Hinge habe ich auch meinen Freund kennengelernt. Ich kann euch immer genau die Story erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, okay? Also, müsst ihr euch vorstellen, ich war an einem random Day auf Instagram und gehe so die Stories von den Leuten durch, denen ich halt folge. Und dann war da halt eine Bekannte dabei und da war halt ein Foto von meinem jetzigen Freund in ihrer Story. Und ich war so, das ist schon mein Type, also das ist, gefällt mir. Und ja, aber dann dachte ich mir so, okay, wen sind in der Story, wenn er in der Story von ihr ist, vielleicht sind die auch gerade am Daten und so. Und dann war ich, okay, dann bin ich raus. Also das ist ja, ja, also da war ich natürlich raus, so. Und dann dachte ich mir auch nichts weiter dabei. Also ich habe jetzt nicht irgendwie noch weiter darüber nachgedacht oder so. Ja, ich habe das dann einfach ignoriert. Und dann bin ich, glaube ich, einen Tag später oder noch am selben Tag abends oder so, ich glaube irgendwie so war es, entweder am selben Tag oder am nächsten Tag morgens, bin ich dann noch auf Hinge gegangen, weil ich hatte Langeweile. Und ich hatte mir eigentlich auch vorgenommen, dass ich niemanden mehr daten möchte, weil ich war da gerade in einem
Umzug in die zweite Wohnung hier in Berlin und hatte davor unfassbar schlechte Erfahrungen mit Dating und dachte mir dann einfach so, Fabienne, jetzt mach das Chapter zu, also mach das Kapitel zu und konzentriere dich jetzt mal nur auf dich und mach einen Neustart in der neuen Wohnung und lass das mal gut sein, weil ich vor allem aus einer Intention raus gedatet habe und zwar nicht allein zu sein. Also ich habe wirklich so viele Dates gehabt, einfach nur nach dem Motto, ich will nicht alleine sein oder ich will einfach jetzt mal einen Freund haben oder jemanden überhaupt an meiner Seite haben, dass ich halt einfach wirklich auch Menschen gedatet habe, wo ich im Vorhinein wusste, das wird nichts. Also wo ich mich auch so die ganze Zeit selber beschissen habe. So im Sinne von, ah ja, vielleicht wird das halt doch was oder vielleicht passt das ja oder vielleicht ist er ja in Real Life eine ganz andere Person. Also Surprise waren sie meistens nicht, weil wenn jemand schon schreibt, wie jemand, der kein Interesse hat, dann wird er wahrscheinlich auch in Real Life nicht jemand sein, der dann plötzlich Interesse hat oder plötzlich Interessen aufweist, die du cool findest oder super attraktiv ist, wenn er dir schon online nicht gefallen hat. Deswegen habe ich dann eigentlich gesagt, Fabienne, mach das Chapter zu. Aber dann war da dieser eine Tag und ich hatte Langeweile, weil ich Magen-Darm hatte. Und bin dann halt in meinem Bett, war ich so in meinem Handy und gehe durch Hinge, durch meine Matches und ich war so, oh, warte mal, das ist doch der Typ aus der Story. Und dann war ich so, okay, dann sind die bestimmt nicht am Daten und dann habe ich ihn zurückgematcht. Gut, wir sind in Berlin. Das hätte auch trotzdem sein können, dass sie im Daten sind. Naja, dann habe ich ihn auf jeden Fall zurückgematcht und dann haben wir geschrieben. Und dann meinte er nur so, ja, lustig, wir haben auch auch über dich geredet und so. Und dann war ich so, und dann hat er auch gesagt, dass er mich schon länger toll fand. Also mich halt auch auf Instagram verfolgt hat. Das fand ich dann persönlich weird, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann bin ich auch auf sein Profil gegangen, also habe ich ihn ein bisschen gestalkt. Und dann bin ich aufs Profil gegangen und ich war so, oh mein Gott, das Profil kommt mir sogar bekannt vor. Sprich, er hatte mir schon mal geschrieben, ich bin auf sein Profil gegangen, habe dann so gesagt, ne, nicht mein Typ und bin runter. Und habe nicht drauf geantwortet. Also gut, ich antworte generell selten Typen auf Instagram, weil ich, das ist mir einfach, oh nee. Und dann war ich auch so ein bisschen, oh Fabienne, da warst du schon ein bisschen oberflächlich. Weil er hat wirklich nette Nachrichten geschrieben, aber die Fotos, die waren es nicht. Na, trotzdem, es war oberflächlich. Aber kannst du nichts machen, Leute, ne? Also so ist es manchmal. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass er geschrieben hat, ja, hast du Lust auf einen Kaffee, also Kaffee trinken zu gehen? Und ich war halt, wie gesagt, krank im Bett und ich war so, nee, Fabienne, du hast gesagt, du willst niemanden mehr sehen. Und hab dann geschrieben, nee, sorry, aktuell will ich niemanden daten. Weil ich hatte davor, Leute, also während, eigentlich noch währenddessen, hatte ich gerade eine Datingphase mit einem Lehrer. Und das war's nicht. Also das war wirklich nochmal der größte Absturz. Und wo ich mir auch gesagt habe, Fabienne, jetzt reicht's. Es reicht. Du solltest vielleicht einfach gerade niemanden daten. Wo ich mir auch gesagt habe, vielleicht soll es einfach gerade nicht sein. Lass es gut sein, hör auf zu daten, es ist gut. Ja, und dann habe ich ihm auch gesagt und meinte so, nee, will gerade niemanden sehen. Und dann war ich wieder gesund nach meinem Magen-Darm und dann hat er nochmal gefragt, hey, wollen wir vielleicht doch nur einen Kaffee trinken gehen? Und dann war ich so, okay, egal, weil was ist schon Kaffee, also was ist schon Kaffee? Und dann haben wir uns auf einen Kaffee getroffen. Ja, Leute, was soll ich sagen, jetzt ist der Typ, mit dem ich nur einen Kaffee trinken war, mein Freund. Ja Leute, so war das, so haben wir uns kennengelernt und spektakulärer war es dann auch nicht. Dann noch eine Frage passend dazu und zwar, hast du dir eine Beziehung zu führen so vorgestellt, wie es jetzt ist? Und zwar ist es auch einfach so, dass es, würde ich schon, also ich würde schon sagen, dass es aktuell meine erste richtige Beziehung ist. Also ich hatte zwar davor schon eine mit 18, 19 rum, aber wenn ich jetzt vergleiche mit der Beziehung, die ich jetzt führe, dann kann ich euch sagen, dass das jetzt hier aktuell meine erste ist, weil ich habe mich bei der anderen, bei meiner ersten Beziehung überhaupt nicht emotional geöffnet. Also ich merke richtig, ich habe da überhaupt nicht gezeigt, also ich habe auch nicht über meine Probleme oder so gesprochen oder gar nicht, also gefühlt gar nicht. Also mich null geöffnet und jetzt merke ich auch einfach, dass das einfach überhaupt nicht gepasst hat und ja, deswegen würde ich sagen, dass ich jetzt gerade aktuell mit 21, 22 meine erste Beziehung führe und das ist irgendwie ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Und zwar ehrlich gesagt besser, oder ich habe mir ehrlich gesagt gar nichts vorgestellt, aber ich war auf jeden Fall lange so der Meinung, dass ich überhaupt nicht in der Lage bin, eine richtige Beziehung zu führen. Nicht im Sinne von, dass ich irgendwie so
dass ich nicht zu lieben bin oder so, sondern einfach, dass ich halt dass ich so viel Mist auch aus meiner Umgebung mitbekommen habe, von Freunden, von anderen Leuten im Internet oder sonst wo, dass ich einfach der Meinung war, dass eine gute oder eine gesunde Beziehung so selten ist, dass es schon ein Lottogewinn ist, wenn man so einen führt. Und gerade auch so eine Beziehung, wie ich mir die wünsche. Da dachte ich mir so, boah, das ist wahrscheinlich so selten, dass man sowas findet, das ist einfach, ja, dass ich mir das nicht vorstellen konnte. Und dann hatte ich jetzt auch, also wir hatten noch eine längere Dating-Phase, mein Freund und ich. Und da habe ich mir auch oft gedacht, so, pff, oder hatte ich oft das Bedürfnis wegzurennen, weil wir halt am Anfang schon so ein paar, ja, Themen hatten und auch viel diskutiert haben, viel geredet haben, viel kommunizieren mussten, dass wir irgendwie zueinander finden, würde ich jetzt sagen. Dass ich mir dachte, boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir mal an einen Punkt kommen, wo es so ausgeglichen ist. Und das dachte ich mir bei anderen Männern noch viel, viel mehr. Also ich habe mir immer gedacht so, ach du Scheiße, du musst einfach zufrieden sein mit dem, was jetzt gerade aktuell ist. Und das war teilweise wirklich bodenlos. Deswegen, nee, also ich habe es mir überhaupt nicht so vorgestellt und bin ehrlich gesagt positiv überrascht, dass man, oder dass ich jetzt aktuell so eine Beziehung für die sehr ausgeglichen für mich wirkt und mich auch ja mehr ausgeglichen macht oder mir zeigt, dass ich ruhig, also beruhigt sein kann, so. Ich hoffe übrigens, es wird nicht zu dunkel gleich, weil jetzt gerade geht die Sonne unter und es ist natürlich jetzt nicht die beste Zeit, um ein Video zu drehen. Außerdem, Leute, ich habe ein Video geplant, auch nochmal so ein Laber-Video. Und zwar, wo es alles um das Thema erste Beziehung und so geht, weil ich hatte mal vor ein paar Jahren ein Video abgedreht, ich glaube 20 oder 21 oder so, oder irgendwie sowas. Und noch Jungfrau oder so, ich glaube irgendwie so war das war der Videotitel, ich bin mir nicht sicher. Und ich wollte so ein Update davon machen. Und so ein bisschen darauf eingehen, was ich damals so geantwortet habe. Und falls ihr da noch irgendwelche Fragen habt oder auch irgendwelche Themen, die ich da aufgreifen soll in diesem Video, ja, schreibt die gerne mal in die Kommentare. Dann werde ich auf jeden Fall auf alles eingehen, weil ich glaube, das wäre sowas, was ich mir gewünscht hätte. Ich war auch eine lange Zeit sehr obsessed mit dem Video von Ishtar damals, weil sie hat auch irgendwie 21 und, oder mit 21 erste Beziehung oder so. Und das fand ich ein super tolles Video und ich würde sowas gerne auch, glaube ich, in die Richtung abdrehen, weil halt nur mit meinen Ansichten. Deswegen sagt mir da gerne mal Bescheid und schreibt einfach mal in die Kommentare, was euch da so interessiert. Dann noch so eine kurze Frage und zwar, was sind, weil ich wohne jetzt schon seit einem geraumer Zeit in Berlin, und zwar hat jemand gefragt, so, was so meine Favorite Spots sind, also Vintage Stores, Cafés, Restaurants, sowas alles. Und ich habe jetzt gestern Abend 4 Stunden dran gesessen, meine ganzen Google Maps Listen zu sortieren und ja, wirklich mal komplett alles so blitzeblank zu machen. Ich habe auch wirklich 4 Stunden gebraucht und es sind dann noch insgesamt 22 Listen, also 22 Städte, 22 Listen. Und für Berlin habe ich natürlich auch eine Liste und ich packe euch die jetzt einfach mal in die Beschreibung und ihr könnt da einfach draufklicken und ich glaube, also ich gebe die Liste ja einfach frei, soweit ich weiß, und dann könnt ihr da draufklicken und euch die Spots anschauen. Und dann das nächste Mal, wenn ihr in Berlin seid oder wenn ihr in Berlin wohnt, dann wenn ihr halt unterwegs seid, dann könnt ihr euch ja dann einfach vielleicht mal die Liste anschauen und gucken, ob euch irgendwas gefällt. Ja, nur das kurz dazu. Ich bin so happy, dass ich jetzt endlich angegangen bin, weil immer mal wieder Leute fragen, auch so von meinen Freunden oder so. Und dann bin ich immer so, warte, ich muss kurz gucken. Und dann gucke ich so 2 Stunden. Dann eine Frage und zwar, wie bist du aus deiner Comfortzone oder wie kommst du aus deiner Comfortzone raus oder wie hast du es geschafft, erwachsen zu werden? Es ist so eine, ich weiß gerade, die Frage hört sich weird an, aber ich habe verstanden, wie die Person es meint oder weil sie meinte noch danach so, wie hast du es geschafft, dich so von deiner Familie so ein bisschen abzukapseln. Und ich weiß, wie es gemeint ist und zwar, dass wahrscheinlich die Person so meint, so, ja, wie hast du es geschafft, einfach sozusagen so, ich ziehe jetzt nach Berlin alleine, halt aus der Comfortzone rauszukommen, was ja auch irgendwie so damit einhergeht. Egal, ob es jetzt ausziehen ist, neue Dinge austesten ist, es ist immer eine Frage von, bin ich bereit, ins kalte Wasser zu springen? Und das ist es am Ende. Also du musst ins kalte Wasser springen und du musst dafür bereit sein, einfach in die Ungewissheit zu gehen und nicht zu wissen, was als nächstes kommt und nicht zu wissen,
ob es gut wird oder schlecht wird. Was super schwierig ist und was für mich auch nicht leicht war, aber bei mir ist es oft so, dass ich mir versuche, wenn ich weiß, dass es gerade so große Themen sind, dann versuche ich mir so wenig Gedanken wie möglich zu machen und mich komplett davon abzuschotten, dass irgendwas schief gehen könnte und gar nicht drüber nachzudenken. Und dann mache ich meistens die Dinge einfach und manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Manchmal wäre es in meinem Leben auch besser gewesen, hätte ich mir mehr Gedanken gemacht. Aber ja, so komme ich damit am besten klar. Ich denke mir auch immer so, okay, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Und ist das Schlimmste für mich so schlimm, dass ich sage, ich will es gar nicht ausprobieren? Und wenn du halt nicht ausprobierst, dann kommst du halt in deinem Leben auch nicht weiter. Und das ist halt, das ist immer die Frage, willst du auf der Stelle stehen bleiben oder willst du weiterkommen? Weil wenn du nicht mal ausprobierst und vielleicht auf die Schnauze fällst, und Leute, ich bin auch auf die Schnauze gefallen, Anfang letzten Jahres ging es mir wirklich, wirklich beschissen, weil ich auf die Schnauze gefallen bin. Ich habe mir keine Gedanken gemacht vor dem Auszug. Ich habe mir nicht vorgestellt, wie es ist, 5 Stunden, 6 Stunden mit der Deutschen Bahn, 8 Stunden von meiner Familie entfernt zu sein, wie es ist, wenn ich meine Hunde nicht jeden Tag sehe, wie es ist, wenn ich meine Oma nicht jede Woche sehen kann. Ich habe mir keine Gedanken gemacht und deswegen hat es mich auch so krass gehittet, dass ich wirklich in so ein kleines Loch reingefallen bin. Und ja, sowas passiert und man kommt auch wieder raus, zum Glück. Aber so ist es manchmal im Leben und du musst ins kalte Wasser springen, wenn du weiterkommen willst. Ich glaube, anders geht's nicht. Und da muss man sich, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Und so ist das Leben einfach. Ich habe da auch, glaube ich, da gibt es auch keine richtigen Tipps. So. Ich habe auch immer wieder Probleme, neue Dinge so manchmal auszuprobieren, wenn ich zum Beispiel Angst habe oder Social Anxiety habe. Zum Beispiel war ich jetzt vor 2 Tagen das erste Mal bei Pilates, also bei so einer Pilates Reformer Class. Das ist so ein Gerät. Ich kann es nicht richtig erklären, aber schaut euch mal bei YouTube irgendwie so ein Video an, dann wisst ihr, wovon ich rede bestimmt. Und ich hatte Schiss. Ich habe mir wirklich den ganzen Tag die Hose eingeschissen und zwar wortwörtlich. Ich hatte wirklich kompletten Reizdarm deswegen, weil ich so Schiss hatte davor, sowas alleine auszuprobieren und da mit Fremden, also oft fremde Leute zu treffen und dann halt in etwas, wo ich unsicher bin. Ich bin unsicher mit Sport, weil ich keinen Sport treibe und ich unsportlich bin und ich weiß es ja von mir und deswegen hatte ich super Panik und Respekt davor und hatte Schiss und war aber am Ende so glücklich, dass ich da war und dass ich es ausprobiert habe und dass ich ja über meinen Schatten gesprungen bin und in das kalte Wasser gesprungen bin. Und ich kann euch nichts anderes empfehlen. Ich kann euch nur sagen, dass es für jeden manchmal schwer ist und dass es, oder was heißt für jeden, für alle ist es in gewissen Punkten schwer im Leben, Neues auszuprobieren. Ich glaube, das Einzige, was man sich denken kann, ist halt, es ist für alle dasselbe. Und klar, manchen fällt das leichter, manchen fällt das andere leichter, aber ich kann euch sagen, jeder hat seine Probleme. Jeder hat irgendwo seine Probleme und ich glaube, das ist das Einzige, was ich da dazu sagen kann. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat, wahrscheinlich nicht, aber ja. Und dann auch noch eine Frage, die wirklich regelmäßig gestellt wird, wo ich mir auch schon Gedanken zu gemacht habe, dass es wahrscheinlich auch ein Thema ist für viele andere. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, wie man auf das Thema so kommt. Also, naja, doch schon, aber egal. Auf jeden Fall geht es um das Thema oder die Frage, vergleichst du dich oft mit deiner Schwester? Und für alle, die es nicht wissen, ich habe eine große Schwester, die ist 3,5, 4 Jahre älter als ich und ist auch vor allem bekannt dadurch geworden, dass sie halt bei Jamie Six Topmodel war. Und ich bin auf jeden Fall damit eine kleinere Schwester. Und ich glaube, dass dieses Phänomen, dass man oft also verglichen wird mit seinen Geschwistern, egal ob größer, also egal ob älter oder jünger, ist sehr geläufig und auch super oft auch ein Problem von vielen, glaube ich. Also ich glaube, viele haben damit zu kämpfen und das ist auch von mir lange Zeit ein Problem gewesen. Und ich hatte damit viel zu kämpfen. Ich hatte sehr lange sehr große Probleme damit und zwar nicht wegen der Person, die meine Schwester ist, sondern einfach, wie Menschen mich als kleine Schwester von behandelt haben, wenn man das so sagen kann. Ich habe auch schon überlegt, ob ich dazu ein ganzes Video machen möchte. Also falls euch da irgendwie das Thema interessiert, schreibt da auch gerne eure ganzen Fragen zu. Also wirklich, ihr könnt so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Versucht dann auf alles einzugehen. Auf jeden Fall hatte ich jahrelang Probleme, mich als Individuum zu sehen, einfach weil andere Menschen mich nicht individuell
betrachtet oder behandelt haben. Das hat in der Schule angefangen und dann mit GNTM, also mit der Teilnahme bei GNTM von meiner Schwester, wurde das Ganze noch extremer. Und ich auch als Person selber habe immer und immer wieder mich verglichen mit meiner Schwester. Und das nicht charakterlich, sondern tatsächlich äußerlich nur. Also es ging immer nur ums Aussehen. Ich hatte immer dieses Gefühl vermittelt bekommen von anderen, dass ich halt die kleine, hässlichere Schwester bin. Also dieses kleine, hässliche Entlein. Und das hat sich, glaube ich, in dieser Pubertätsphase so krass in mein Gehirn eingetrichtert, dass ich da nicht mehr von loskam. Also ich hatte das jahrelang in meinem Kopf eingetrichtert. Du bist die kleine, hässliche Schwester und du wirst niemals daran kommen. Und es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich realisiert habe, dass es überhaupt gar nicht mein Ziel sein sollte, dass ich da rankomme, sondern dass ich als meine eigene Person mich wohlfühlen sollte mit dem, was ich bin oder was ich habe oder was ich kann und mich einfach individuell betrachte und mich nicht vergleiche mit etwas, was einfach keinen Sinn ergibt. Es ist wie, wenn ich mich mit dem nächsten Horst um die Ecke vergleiche, weil wir sind verschiedene Menschen. Und es ist tatsächlich scheißegal, ob man verwandt ist oder nicht. Am Ende sind es individuelle Menschen und man ist nicht identisch und man kann nicht gleich sein, man kann nicht gleich reden, nicht gleich denken, man kann nicht gleich sprechen. Es ist alles individuell und verschieden. Und bis ich an den Punkt kam, dass ich mich selber auch so betrachtet habe, dass ich nicht das machen muss und dass ich nicht so sein kann und auch nicht so sein muss und auch nicht so aussehen muss. Ich glaube, das hat mein ganzes Leben lang gedauert. Also ich habe mich schon verglichen damals, das weiß ich noch, mit 9. Mit 9 habe ich mich schon verglichen und habe mich gefragt, warum meine Beine nicht so aussehen wie ihre. Ich habe mich auch mit anderen Kindern und anderen Mädels verglichen und habe mich immer gefragt, so, okay, warum sehe ich nicht so aus? Klar, man weiß am Ende nie, wodurch es ausgelöst wurde oder wie auch immer, aber es war auf jeden Fall so. Und letztes Jahr hat es da wirklich einen riesen Turn gegeben, wo mir ein bisschen so, also irgendwo hat es Klick gemacht. Ich war auch, habe auch mit jemandem geredet. Also ich habe professionell darüber geredet und auch das war eine super krass große Hilfe und kann ich auch jedem empfehlen, der irgendwie merkt, so ich bin in einem Teufelskreis gefangen, wo ich einfach nicht mehr rauskomme und das mir einfach wirklich so die Lust am Leben nimmt. Und ich habe gar nicht gemerkt, wie krass ich in diesem Teufelskreis drin bin. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt, erst als ich dann so draußen war und gemerkt habe, oh mein Gott, ich habe plötzlich so eine, also Leichtigkeit plötzlich in mir und so, wie als wäre so ein Stein von meinem Herzen gefallen. Und ich konnte letztes Jahr das erste Mal zum Beispiel den Sommer richtig genießen, seit ich denken kann, gefühlt. Und das war, also das ist so ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du merkst, dass du es über einen gewissen Punkt geschafft hast. Und klar, es gibt Tage, da ist es wie vorher, aber das ist normal. Es gibt immer Tage, da funktioniert es nicht so. Und man ist wieder in dem alten Mindset und der nächste Tag wird dann besser. Ich bin auf jeden Fall super happy, dass ich da raus bin, weil ich dadurch auch eine viel, viel bessere Bindung und Beziehung zu meiner Schwester wieder habe. Weil meist, also in meinem Fall, meine Schwester konnte nie was dafür, wie ich das so gesehen habe, sondern eher die Menschen von außerhalb und ich selber haben das sozusagen zu diesem Problem gemacht oder haben ja diesen Vergleich aufgestellt. Und deswegen bin ich einfach happy, dass es so besser wurde, weil ich jetzt auch ja einfach meine Schwester auch als einen ganz anderen Menschen wahrnehmen kann und darf und bin ja sehr glücklich drüber. Und ja, wie gesagt, falls ihr dazu ein Video haben wollt, wo ich nochmal näher drauf eingehe und so ein bisschen auf eure Fragen und so eingehe, dann sagt mir gerne Bescheid. Und jetzt die allerletzte Frage, weil es wird hier auch gerade dunkel. Und zwar fragen immer wieder welche nach einem Aknomin-Update, weil ich habe hier Aknomin genommen und vor zwei Jahren. Und meine Haut, gut, ich bin jetzt auch einfach komplett geschminkt, also eigentlich könnt ihr mir überhaupt gar nichts glauben. Aber meine Haut ist auf jeden Fall viel, viel, also die ist auf jeden Fall nach wie vor
bin ich damit happy. Jetzt gerade habe ich wirklich einen fetten, gut, ihr seht jetzt eh nichts, habe ich einen fetten Ausbruch und das nervt mich nach wie vor. Ich habe mittlerweile echt eine gute Routine, wo ich das alles auch wieder so in den Griff bekomme. Und ich hoffe, dass es diesmal auch der Fall ist. Ja, falls ihr dazu ein Video haben wollt, oh Gott, wie oft werde ich es heute noch sagen, also jetzt meine Skincare und so, dann sagt er gerne Bescheid. Ich würde Isotretinoin, also Actinomin, immer wieder nehmen. Ich sage das auch immer wieder. Ich weiß, dass es den Darm angreift, unfassbar, dass es nicht ohne ist, dass es Nebenwirkungen hat, aber für mich war es einfach so eine Lebensbereicherung, dass ich das immer wieder nehmen würde. Ich habe halt auch nur 10 Milligramm genommen, was wirklich die niedrigste Dosierung, glaube ich, ist. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man eine höhere Dosierung hat. Ich kann mir nur vorstellen, dass es unfassbar schlimm sein kann, weil diese Nebenwirkungen wirklich extrem sind. Aber für mich persönlich, ich kann nur für mich sprechen, war es eine Bereicherung und ich würde es immer wieder nehmen. Wenn meine Akne jetzt zurückkehren würde, ich würde Actinomin wieder nehmen. Das dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Das wird jetzt auch langsam dunkel. Jetzt hoffe ich, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt. Ich fühle euch ganz doll gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.